in den Eimer. Oha. Worüber fahren wir jetzt hier hinweg? Ach du Schande. Ach. Ist ja wieder ekelhaft. Widerlich ekelhaft. Was zum Henker? Was zum Henker bin ich hier sehend? Ach. Mal eine Flasche runterwerfen. Oder hier einen Topf. Es bewegt sich auch noch. Ach. Das ist doch ein Horrorspiel. Warte, ich erinnere mich. Die Außenwelt. Es fühlt sich an, als wäre ich schon einmal dort gewesen. Ist das der Ort, von dem du kommst? Ich habe jemandem versprochen, dass ich dorthin gehen würde. Nur wem? Diese Postkarte, das Mauerbild, wurde nach ihr gemalt. Lass sie uns mitnehmen. Einen Gegenstand gefunden. Warum habe ich diese Erinnerung? Woher kommen sie? Lass uns weitergehen. Neue Erinnerung wieder gefunden. Postkarte. Aha. Die Außenwelt, wir werden den Himmel wiedersehen. Das verspreche ich. Das versprichst du also. Okay. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Die Außenwelt, wir werden den Himmel wiedersehen. Das verspreche ich. Ich wiederhole. Versprich nichts, was du nicht halten kannst. Das habe ich gerade nochmal zum zweiten Mal geöffnet. Meine Schuld. Farbeimer können wir den. Nee, können wir nicht. Sehr schade. Erstmal auf die Mülltonne. Ach, da haben wir den Roboter drin. Erstmal schön miauen. Miau-Taste wieder gefunden. Obwohl keine andere Katze da ist, mit uns zu kommunizieren. Wir mal mit B12 kommunizieren. Der übrigens nach dem Studio benannt ist. Studio heißt, glaube ich, Blue irgendwas. Das hat er irgendwie mit einem Blue 12, glaube ich. Deswegen haben die auch für sich die Abkürzung B12 genommen. Hier kommen wir nicht rein. Hier können wir rüber, oder nicht? Schade, das darf man nicht mehr kriechen. In die Gasse rein. Mir mal aufkratzen. So, hier haben wir Licht. Stecke ich das nicht mehr ein? Dank. Oha. Diese Krampfviecher wieder. Das muss ich wieder rennen. Wie wehre ich die nochmal ab? Also scheiße, wo geht's weiter? Geht's da hoch weiter? Nein, 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 nein. Left alt. Sturm. Ich will die Taste erstmal wieder finden. Ach, hier ist der Checkpoint.
Sicherheitszone. Okay. Geh mal hoch. Hier geht's hoch. Oha, ist hier jemand. Die Slums. Oha, wen haben wir da? Okay, Alarm. Was hast du denn, Roboter? Was gegen Katzen oder was? Schade, dass wir Boxen hier nicht umhauen können. Können wir hier nicht hoch? Nee, können wir nicht hoch. Nur zwei. Ich kann auch hier nur zu drauf springen. Okay, die Leute haben hier irgendwie Angst vor uns. Wie kommt denn das? Katzophobie oder was? Tu doch nix. Hallo? Ich tue euch nix, ich will nichts Böses. Okay. Macht ihr einen Robotertext, wenn wir lesen können? Sie scheinen ihre eigene Sprache zu haben. Du bist kein Zurück. Raumschiff freigeschaltet sprachlos. Wir sind mit deiner Art nicht vertraut. Du bist in unserem Dorf willkommen, solange du niemanden frisst. Das hatte ich nicht vor. Okay, dann haben wir das geschaltet. Das heißt, es gab da schon mal, es gibt hier schon mal Monster, außer die Krabben. Die Krabben fressen scheinbar auch irgendwie uns. Das heißt, es gibt irgendwo Monster, die auf jeden Fall gefährlicher sind. Vor denen die sich irgendwie fürchten. Du siehst verloren aus. Was brauchst du? Nur ein Bild von der Außenwelt. Lächerlich. Wieso lächerlich? Dieser Aufzug ist außer Betrieb. Jeder weiß, dass es unmöglich ist, diesen Ort zu verlassen. Naja, außer den Außenweltlern. Aber die sind jetzt alle weg, außer Momo. Du kannst versuchen, mit ihm zu reden, wenn du willst. Er hat es aufgegeben, hier rauszukommen. Es ist auch besser so. Er wohnt hoch oben in dem Gebäude mit dem orangenfarbenen Neonschild. Okay. Da müssen wir wohl hin. Drücke 1, um B12 zu Hilfe zu bitten. Zögere nicht, um mich jederzeit zu rufen. Ich bin hier, um zu helfen.
Der Wächter hat uns gesagt, wir sollen mit Momo oben in dem großen Gebäude mit dem orangen Farben Neonschild sprechen. Er ist die einzige Spur, um hier rauszukommen. Ah, okay, die können wir aber nur mal irgendwie mal eine größere Spielpause machen und dann irgendwann weitersprechen vor allem. Können wir dann hier nochmal. Können uns nochmal dran erinnern, was wir machen müssen. Teppich der Katzen. Sie schlafen dann oder was? Er meditiert wohl. Bitte störe meine Meditation nicht mit seltsamen Bildern. Warum da hochgehen? Das ist doch nichts. Ich glaube, Momo hat auch so ein paar Bilder. Hast du es ihm gezeigt? Können wir die Weisen ansprechen? Dachtest du wirklich, du könntest den Aufzug nehmen? Ich habe noch nie gesehen, wie das Ding funktioniert. Ich werde morgen 374 Jahre alt. So ein Traum, wie schade, dass es nur ein Traum ist. Du hast uns so einen Schrecken gejagt. Wir dachten, du wärst ein Zug. Okay, diese Zug sind wohl scheinbar üble Dinger. Oh, sehr hübsch. Hier noch ein paar Sachen unterwerfen. Schade, dass wir die Couch nicht zerkratzen können. So was unlogisch. Die alten Geschichten sprechen. Die alten Geschichten sprechen von natürlichem Licht, das von einem Stern ausging und zu unseren Füßen landete. Das Licht verursachte Wärme und Wohlbefinden bei unserem Vorfahren, es half ihnen zu wachsen. Okay. Kann ich da irgendwie hoch? Wir können hier hoch. Nur unsere Vorfahren können diese Farben unterscheiden. Das heißt, dass sie einst die Welt beherrschten. Grün. Okay. Ah, hier ist doch grün. Wenn auch nicht sehr viel. Der Herr Gärtner. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Aha. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schaue, wie groß sie werden. Es ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Die Außenwelt, warum sich die Mühe machen, sie zu finden? Uns geht's doch gut hier. Ah ja. Okay, dann schauen wir uns erstmal hier um. Bevor wir hoch zum Momo gehen. Ich glaube, hier geht es schon weiter. Ich kann uns hier unten erstmal umgucken. Hier ist ein Ball.
sind noch mehr Roboter, die können wir gleich reden. Erstmal noch beispielen. Können wir den Ball hier einlochen? Bisschen Ball spielen. Na, was so ist. Das ist eine Pizzaschachtel. Sehr viel anderer Müll. Wir haben Glück, dass wir diese Gegenstände haben, um uns gegen die Zugs zu verteidigen. Des Lamms gibt es viele Bedrohungen und Vorsorge ist das A und O. Manchmal stoßen wir auf gefälschte Bilder wie diese hier, die alle von der Außenwelt reden. Ein schöner Traum, finde ich. Gehen wir nochmal hier mit dem Kümmer, dann können wir reden. Schau dir mal all diese versteckten Schätze hier im Müll an. Pennies vom Himmel. Oder wo man, wo auch immer die auch herkommen. Ein blauer Himmel. Ha, stell dir das mal vor. Den Notenblatt. Hallo, ich bin der Kaufmann vom Markt. Du gibst mir etwas, ich gebe dir zum Tausch auch etwas. So einfach ist das. Das ist ein Musiknotenblatt, ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Es kostet dich eine Dose Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Okay, wo kriegen wir Energy Drinks her? Ein Stromkabel. Das ist ein Satz Stromkabel. Das Beste auf dem Markt. Zum Tausch will ich dafür ein super Spiritus-Reinigungsmittel. Es ist alles. Das ist das Beste, was ich tun kann. Okay, wir müssen noch Sachen sammeln. Sie ist ein uraltes Relikt, ein Zeugnis für das Talent unserer Vorfahren. Es kostet sich 3 Dosen Energy Drink. Weniger ist nicht drin. Das heißt, wir können Drinks aufheben. Der Marktplatz. Okay, welche Taste war das nochmal, mit der wir Sachen aufheben? Das sieht doch hier nach Energy Drink aus. Können wir das irgendwie aufheben? Und wir hätten doch gesagt, dass wir Sachen aufheben können. Ja, können wir Sachen untersuchen. Irgendwie war das doch die Leertaste springen. Das war Miauen. Die gingen bei Energy Drink Dosen rum. Können wir es hier mal versuchen, einen aufzuheben. Okay, wer will mir denn nicht weiterhelfen? Die Lampe. Bei einem Tasten drücken. Wir stehen hier doch direkt vor einer. Das müsste doch irgendwie. Wie war das nochmal mit dem Aufheben? Ich würde sagen mit haben wir das nicht einfach mit E gemacht oder?
würde ich gerne jetzt die Sachen aufsammeln, aber ich weiß schlecht nicht wie. Okay, wir mal einen Energy Drink. Ich weiß nicht warum, aber für die Roboter in Slums scheint das eine Art Zahlungsmittel zu sein. Okay. Und da haben wir schon einen Energy Drink. Die, die auf dem Boden liegen, können wir nicht nutzen. Wir brauchen voll funktionsfähige. Okay, die müssen wir unterwegs irgendwo sammeln. Das Notenblatt, das hat doch einen gekostet. Das ist ein Notenblatt, ein Meister aufs Kunstwerk von einem bekannten Künstler. Ein loser Energy-Drink. Okay. Bitteschön. Der Gegenstand gefunden. Das Kabel kostet 3. Super Spiritus Reinigungsmittel. So dafür herbringen. Ich denke mal, wir kommen hier später nochmal zurück. Können wir das mal untersuchen? Das ist des Nachts, du holst am Rechnen bist. Das würde ich gerne mal auf der Gitarre hören. Okay. Sachen ist nix. Ich kann mit ihm mal reden. Er hat eine Gitarre. Hallo, ich bin Musiker und ich habe aber keine Songs. Des Nachts du holt am Rechnen bist. Oh, der ist gut. Hier, hör zu. Nachts du holt am Rechnen bist. Nachts du holt am Rechnen bist. Lyrics in die Kommentare. Thank you.
Das ist ja herrlich. Ich liebe es. Die Tüte! Nein, hier ist die Katze tot. Sind die Tüte über? Ich sehe nichts. Lass du heute Rechner digital. Machst einfach schnell den Taschenrechner aus. Könnte man sich jetzt was ausdenken zu? Schreib's mir in die Kommentare. Wie eure Lyrics für das Lied sind. Der Zugang zur Kanalisation ist aufgrund der Verbreitung von Zugs verboten. Bleiben Sie in Sicherheit und verlassen Sie nicht die Sicherheitszone. Okay. Das Lied war ja super toll. Ich liebe dieses Spiel einfach jetzt schon. Es ist fantastisch. Also wenn das mal nicht jeden Penny wert ist, den ich dafür bezahlt habe. Allein die Musik ist mal sowas von episch. Wir werden noch einige andere Notenblätter finden. Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. Am Anfang ahnten ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Hier ist der Beat auch wieder sehr nice. Fantastisch. Und wo kommen wir hier hin? Gehen wir jetzt hinauf zum orangen Gebäude oder wo laufen wir jetzt hier lang? Wo laufen wir hier lang? Katzenbruder schließlich haben. Lüftungsstromversorgung. Jetzt wird hier nicht belüftet. Die Armen. Jetzt könnten wir mal hier rein. Ich weiß nicht, ob wir hier rein wollen. Dass wir hier schon zum Momo gehen und die ganze Stadt nicht mehr erkunden dürfen. Erstmal ein bisschen was trinken nach der langen Reise. War ich nicht. Überall rumtun. Das gehört sich für eine Katze.